Metalheads TV. Hallo Metalheads, hier ist der Jörg. Wir sind hier in Köln Live Music Hall mit Refuge, die heute auf dem Rise to Chaos Festival von Accept spielen. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt für mich. Und ja, wie eben schon gesagt, Newcomer, wie ist das so, direkt so ein tolles Festival spielen zu dürfen? Ja, so ungewöhnlich, dass man als Newcomer direkt schon irgendwie so auf Festivals eingeladen wird und in Japan getourt hat und so. Gerade mal ein halbes Jahr ein Album raus, erste Album raus. Ja, und das war auch verdammt gut, mir hat's gefallen. Gestern Halloween, den gefeiert oder dann lieber, nee, heute müssen wir arbeiten und bleib mal nüchtern? Ich habe gar nicht gefeiert. Ich habe mich entspannt zu Hause. Ich habe es auch komplett vergessen gehabt. Ich habe es erst um 9:30 abends gemerkt, als ich auf mein Handy guckte und dann lauter so Halloween-Wünsche drauf waren und diese ganzen lustigen Bildchen. Selber habe ich es völlig vergessen gehabt, weil ich den ganzen Tag bei mir rumgeräumt habe. Also nicht gefeiert. Ja, ich habe gestern neue Seiten aufgezogen, mein Amp eingepackt und Sachen gepackt. Ich habe da mit der Halloween auch nichts am Hut eigentlich. Ja, wir sind ja alle schon was älter und das führt mich eigentlich zur nächsten Frage. Ich weiß von dir, dass du früher im letzten Jahrtausend sehr aktiv warst in der Tape-Trading-Szene. Ich war in der Tape-Trading-Szene? Städte und Kumpels und Kunden 1 wurde mir zugetragen. Eine von den vielen, vielen Informationen. Also ein Tape-Trader war ich in dem Sinne nicht, ne. Aber ja, letztes Jahrtausend, also war doch alles anders. Da hat man Bands anders entdeckt, anders kennengelernt. Vermisst ihr das? Oder? Ja, ich meine, das war generell, also wo ich so in dem Alter war, wo ich so vom Fan zum Profimusiker rübergewechselt bin, das war ja dann so Mitte der 80er, da war die Szene natürlich noch viel, viel kleiner gewesen. Da gab es ja irgendwie einen Bruchteil der ganzen Bands, die es heute gibt. Und die Verbreitungsmöglichkeiten waren natürlich auch ganz anders gewesen. Dieses ganze Internet und sowas gab es nicht. Da hatten wir ja noch Telefone mit Wählscheibe. Und da war die Welt natürlich ganz anders. Da hat man dann, wie du gerade schon angesprochen hast, mit den Internet-Tapes dann verschickt und so. Ich habe das damals für meine, wo ich angefangen hatte, hieß die, meine Band ja noch Avenger. Da haben wir dann die Kassetten wirklich in die Umschläge gepackt mit Infos, mit so selbstkopierten Infoblättern dabei und noch einen kleinen selbstgemachten Aufkleber. Und da haben wir die an die Leute verschickt und die konnten sich das Zeug ordern über Kleinanzeigen, die man vorher in so Magazinen wie Artshock und sowas aufgegeben hat. Gibt es ja heute hier nicht mehr. Früher gab es ja eine deutsche Version vom Artshock. Und naja, heute ist das halt ganz anders alles, ne? Und die Konkurrenz ist auch einfach viel, viel größer und völlig unübersichtlich. Ich habe schon lange aufgegeben, dem noch folgen zu wollen. Das ist mir alles viel zu viel. Also bei uns trudeln auch jede Woche hunderte von Mails ein. Vermisst ihr diese alte Szene so ein bisschen, den Zusammenhalt, oder findet ihr es heute auch noch da, dass man zusammenhält, oder ist es dann doch irgendwie anders? Bei uns in der Essener Szene, da wo ich wohne, da ist der Zusammenhalt noch. Ich denke mal, wenn man mal auf dem Rockhard-Festival zum Beispiel war, das ist ja auch wie ein Familientreffen. Also da ist nichts anders als früher im Prinzip, finde ich jetzt. Ja, ist eigentlich nur so durchs Internet halt alles internationaler noch geworden. Ne? Da wir ja eh schon seit Ewigkeiten durch die Weltgeschichte touren, kennen wir die Leute sowieso alle persönlich auch von zu Hause, von denen ihren zu Hause. Also ist eine andere Art Zusammenhalt. Man kennt, wie gesagt, wenn man irgendwo hinkommt, kennt man die Leute schon über Facebook, man ist vielleicht befreundet sogar, man kennt die Gesichter und das ist eine Sache, die ich toll finde eigentlich. Das macht alles im Prinzip schon ein bisschen einfacher. So, ne? Was das angeht, muss ich sagen, ist die Welt kleiner geworden. Man kennt einfach viel mehr Leute überall. Ne? Und es ist halt lediglich, dass eben der Konkurrenzdruck so krass geworden ist, weil wirklich jeder mittlerweile eine Band macht und auch das verbreiten kann über YouTube. Und was sich natürlich auch riesig geändert hat, ist natürlich auch die Sache mit den Tonträgern. Das gibt es ja heute dann im Grunde auch nicht mehr. Die nachwachsenden Fans kennen das gar nicht mehr. Die das noch sammeln, die sterben langsam aus. Und naja, früher hat man sich viel mehr über die Tonträger halt nicht mehr definiert und man hat auch die Bands mehr damit identifiziert mit ihren Tonträgern. Und heute, denke ich mal, läuft das alles irgendwie ein bisschen anders. Heute musst du so ein super griffiges, tolles
Image haben irgendwie und kannst das nicht mehr über deine Musik so definieren, was du machst, ne? Oder wer du bist. Kann man sagen, dass früher vielleicht auch die Hingabe der Fans zur Band größer war? Ich weiß, dass zumindest Mitte der 90er auch Fans aus Japan zu Konzerten nach Deutschland gereist sind. Das ist immer noch der Fall. Heute ist auch jemand hier aus Japan. Aber heute ist ja einfacher, das alles zu finden. Und aber Mitte der 90er war es ja noch schwieriger. Oh, wann spielt die Band in Deutschland? Heute guckst du auf Facebook und da war halt der Aufwand größer herauszufinden. Heute kannst du die Links verschicken. Hier ist unser Hotel, hier ist der Venue, hier ist hier so und so kannst du fahren. Weißt du, die Bundesbahn, Flieger und alle kannst du alles schon vorab checken. Irgendwie. Das sind Möglichkeiten, die sind einfach traumhaft, finde ich. Ne? Also Touren ist dann ja auch einfacher geworden. Einfach jetzt Touren. Das kann man alles viel einfacher abnehmen. Nein, wir können es auch nicht per E-Mail verschicken. Das wäre natürlich super, wenn man sich irgendwo hinbeamen könnte. Also diese Scheißreise. Die Kiste, ein Hologramm dann einfach mal auf die Bühne bringen. Zum Bleistift. Aber so die ganze Reiserei ist ja nach wie vor eben so sehr mühselig und das ist eigentlich mal der große Minuspunkt am Touren, finde ich so. Ich reise unheimlich ungern mittlerweile. Also am schlimmsten finde ich die ganze Fliegerei, das geht mir so auf den Sack mittlerweile. Ja, wenn man sich mal vor Augen hält, wie viel Zeit man auf der Straße, auf Flughäfen und in irgendwelchen Warteschlangen, also 90% vom Tag verbringt man mit Warten. Wir warten auf den Soundcheck, wir warten, dass wir essen dürfen, wir warten, dass wir endlich spielen dürfen. Also wir sind nur am Warten eigentlich. Und dann, wenn wir dann noch für Stunden auf der Bühne stehen, die eine Stunde oder zwei, die wir haben, ne, und danach geht's wieder los. Abhängen, warten. Ja, warten ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe lange gewartet, die Fans haben lange gewartet, dass ihr wieder zusammenkommt. Und reiner Zufall, ja. Wie ist das jetzt? Trefft euch regelmäßig zum Proben? Habt ihr da feste Tage oder ist das auch alles ganz spontan über WhatsApp dann? Jetzt gerade halt nicht so viel, also kommt immer darauf an, was anliegt. Ne? Also wenn wir Songs schreiben, dann ja, dann hier wöchentlich. Und wenn wir eine wichtige Show spielen, dann wird vorher natürlich auch geprobt. Ne? Aber wir treffen uns jetzt nicht alle zwei Tage oder so, ja. Wird wahrscheinlich mehr Bier getrunken als geprobt. Also doch wieder so wie in den 80ern und 90ern. Ja, genau. Ja, also ungefähr. Wir haben das Ganze ja eigentlich nur wieder angefangen, aus Spaß an der Freude und weil wir einfach Bock hatten, wieder mal was zusammen zu machen. Ne? Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, sonst wären wir gar nicht wahrscheinlich hier. Also wir hatten das nie geplant, dass wir das so lange durchziehen und dass wir ein Album aufnehmen, das hätten wir uns gar nicht vorstellen können, wo wir uns verabredet hatten, mal wieder zu spielen. Sondern eigentlich sollte das am Anfang nur eine Show mal sein. Ne? Und dann ja, glaube ich, sogar ohne Facebook oder sonst irgendwelche Social-Media-Propaganda ziemlich gut besucht war. Ja, genau. Das war so eine Show, die haben wir auf so einem kleinen Mini-Festival in Herne gespielt, wo wir ganz früher unseren Proberaum hatten. Und die haben uns halt angequatscht, wollten dann immer wieder was zusammen machen und so. Und war dann mal cool. Und haben wir dann einfach so aus Spaß gesagt, klar, machen wir mal. Ne? Und das war eigentlich, mehr hätte es gar nicht sein sollen. Ne? Wir hatten jetzt gar nicht vor, da wirklich eine richtige Band wieder draus zu machen, das was eben und regelmäßig zu spielen, so das war gar nicht der Plan gewesen. Und ein Album schon gar nicht. Das ist einfach an uns rangetragen worden, so mehr oder weniger. Ja. Ist es jetzt ein kleiner Traum, der wahr wird? Ich habe mal Fast as a Shark gecovert und dann jetzt mit Accept zusammen zu spielen, ist da schon, ich glaube, die sind nur 10 Jahre älter, aber trotzdem so Wegbereiter. Als kleine Jungs, da waren das natürlich unsere Heroes. Und da wäre ich wahrscheinlich in die Knie gegangen und hätte irgendwie, ich bin Staub gerufen oder sowas. Ne? Ich meine, mittlerweile über die Jahre hat man sich dann schon auf diversen Festivals mal kennengelernt und so. Und mittlerweile kennt man sich ja auch. Und es ist jetzt nicht, also wenn wir die Jungs jetzt sehen, ist es jetzt natürlich nicht mehr so eine Überraschung oder so ein Effekt, wie das früher in den 80ern gewesen wäre. Ne? Aber ist natürlich, wir sind nach wie vor natürlich froh darüber und auch stolz, dass wir mit den Jungs jetzt hier auf den Festivals spielen können. Und wir lieben die Musik von denen nach wie vor auch. Also, ja. Ich mag's auch. Accept machen jetzt auch mit Orchester. Das habt ihr schon vor langer, langer Zeit gemacht, auch im letzten Jahrtausend. Fühlt euch da so ein bisschen als Wegbereiter. Die ganze Metal-Bands machen was mit Orchester und alle anderen machen es nach.
Geschichten haben ja eigentlich nur der FD und ich gemacht gehabt. Aber da waren die ja gerade schon gar nicht mehr in der Band. Waren wir sogar nicht die erste deutsche Band, die sowas gemacht hat? Oder? Ja, die erste Metal-Band. Ja, klar, ich meine, die Purple haben es ja auch schon gemacht, schon vorher. Ne? Aber jetzt als deutsche Band waren wir so die ersten. Ne? Purple war ja nicht unbedingt der Metal-Band. Ja, nee, deswegen frei. Aber also in der Metal, aus der Metal-Szene waren wir echt die ersten gewesen. Meinte, war damals ja in Dortmund oder so ein Konzert mit dem Orchester? Ja, in Dortmund. Das, das war, glaube ich, singulär geplant, dann ist das Ganze doch irgendwie größer geworden. Was meinst du? Was nee, größer? Ich mein, das war irgendwie sogar Teil einer Tour gewesen, ja, richtig. Das Konzert. Das war doch auf der Tour. Mhm. Wir haben ja viele Konzerte damals gemacht mit Orchester. Und ich meine, wir haben sogar zweimal in Dortmund gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Aber zurück zur Frage, seht ihr euch irgendwie als Wegbereiter oder? Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das war damals so ein bisschen in der Luft gewesen, aber wir haben, waren halt bei uns, war es halt zufälligerweise, dass wir als Erste das dann wirklich mal angepackt haben und da ein bisschen größeres Projekt draus gemacht haben. Ich denke mal, über kurz oder lang hätten das dann auch andere gemacht irgendwie. Also wir haben, ich glaube nicht, dass wir das jetzt, dass wir als Erste die Idee hatten, aber wir haben sie vielleicht als Erste wirklich mal im größeren Stil umgesetzt. Insofern gebührt es natürlich sicherlich schon so ein bisschen Sonderstellung dann irgendwie, wenn man von dem Thema spricht. Aber ich glaube, das war einfach da in der Luft damals gewesen. Da haben viele schon drüber nachgedacht und viele haben vielleicht schon mal so ein bisschen rumexperimentiert gehabt, aber so richtig, dass man dann dass man da wirklich ein Komplettprojekt mit einem Album und Touren und allem sowas gemacht hatte, waren wir halt zufälligerweise dann die Ersten. Ich mich richtig erinnere, haben sogar Valtari schon mal irgendwie irgendwas gemacht gehabt, auf einem Album oder irgendwie auf einem Song oder sowas, ich weiß nicht genau. Die haben da schon mal so einen Vorversuch gestartet, das war aber jetzt aber auch nicht dasselbe, was wir gemacht haben, weil wir haben es ja wirklich noch viel umfassender gemacht. Ne? Und war dann auch die erste deutsche Metalband mit Orchester im Fernsehen? Auch im Kölner E-Werk mal eine Show, die dann vom WDR aufgezeichnet wurde. Ja, das war im E-Werk, ja. Und das war richtig gut. War richtig gut. Ich war auch da und ich habe es, glaube ich, noch irgendwo auf VHS, aber ich habe keinen Rekorder mehr. 20 Jahre her, so, oder? Ja. Mehr als 20 Jahre. Ja, das war zu 13, glaube ich, ne, oder? Mhm. Ja. Jetzt nochmal eine Frage zu Rage Refuge. Wo seht ihr da für euch einen Unterschied zur aktuellen Rage-Besetzung? Wir sind ganz klar die Vintage-Version von, ne, würde ich mal sagen. Wir sind viel oldschooliger und als Rage das jetzt ist. So, ne? Und es hat, wir betrachten uns natürlich irgendwie im Gegensatz zu Rage als eine reine Spaßtruppe. So. Also wir nehmen das, was wir machen, nicht so bierernst und haben auch nicht diese Ansprüche an, sag ich mal, dass das jetzt alles so 100% Picobello sein soll, weil muss es mehr Rock'n'Roll drin, so, ne? Sowohl auf der Bühne als auch in den neuen Songs, die wir gemacht haben, ist alles ein bisschen lässiger, ein bisschen mehr so frisch von der Leber, so, ne? Würde ich sagen, oder? Wie würdest du das ausdrücken? Ach, wir nehmen das alles ganz locker, wir gehen da hin, spielen einfach und haben unseren Spaß. Wir müssen niemandem irgendwas beweisen. Wir können einfach aufspielen. Und meistens sind die Leute auch froh, wenn sie uns sehen, uns alte Säcke so. Und auch unsere Performance auf der Bühne, von der Rand schon, von der Technik her, ist sowas von oldschool. Da ist nichts, da läuft kein Metronom mit, da laufen keine Playbacks mit, gar nichts. Wir gehen einfach auf die Bühne und rocken unseren Scheiß da raus und hat vielleicht nicht dann dieselbe Fettigkeit jetzt oder Fettheit wie bei anderen Bands, die dann eben da noch ordentlich Playbacks mitlaufen lassen und so. Ist ja heute Standard eigentlich, ne? Dass man da irgendwo was mitlaufen lässt, was das alles so fett macht und so. Ne? Oder mit irgendwelchen Triggern arbeiten viele Bands ja und sowas. Ne? Die haben ja noch nicht mehr Gitarrenverstärker, die anderen Bands, hallo. Ich hab die Ordan Ogas irgendwie gefragt, hör mal, wo sind denn eure Verstärker? Ja, wir haben keine. Geht alles direkt digital, das Pult irgendwie und alles also nur noch über Indie. Die meisten Bands arbeiten heute eben wirklich mit sehr viel Technik irgendwie, um das Ganze einfach irgendwie richtig fett klingen zu lassen auf der Bühne. Wir machen da gar nichts. Wir gehen wirklich auf die Bühne wie 1980 oder 1970 sogar teilweise. Ja, das hat man ab eben angesprochen. Das ist geil, mal wieder so eine Rock'n'Roll-Band zu mischen, die einfach nur Power-Trio-mäßig Bassgitarre, Schlagzeug mit Amps auf der Bühne einfach mal abrockt. Ne? Da sagt er, war ganz begeistert. Drei Instrumente halt, ne? Drei Leute, die einfach spielen.
die klassische Besetzung. Ja, aber also ich habe ja schon gesehen beim Rage Against Racism und man hat den Spaß gesehen und ich finde, das macht wieder eine Liveband aus. Dann springt auch der Funke über und für mich ist nicht wichtig, ob da jetzt das technisch perfekt ist und ob da ein Band mitläuft. Wenn die Band Spaß hat, dann macht es mir auch Spaß. Also insofern. Wir müssen ja auch kein Konzept verkaufen. Also unser Album hat kein Konzept, wir müssen keine Story verkaufen. Wir verkaufen im Prinzip gar nichts. Wir spielen einfach für die Leute. Wir möchten froh sein und zufrieden sein. Die Leute sollen froh sein und zufrieden sein. Und wir sind immer froh, wenn die Leute mitmachen und den ein oder anderen alten Fan von früher nochmal begeistern. Oder die, die nicht die Chance hatten, damals uns zu sehen. Es gibt auch einige, die sagen, boah, ich hatte, als ihr noch zuletzt live gespielt habt damals, da war ich gerade mal 10 und jetzt kann ich endlich mal live sehen. Ne? So, die kannten das uns halt nur von der CDs oder so. Ne? Außerdem ist bei uns der kommerzielle Gedanke eben nicht dabei. Wenn wir auf null rauskommen, sind wir froh. Wenn wir ein bisschen was zu trinken dabei kriegen, das reicht das schon. Ihr spielt für ein Schnitzel und ein Bier. Also kriegen wir auch Gagen oder so. Also ja, jetzt Quatsch, da jetzt zu erzählen, dass wir alles umsonst machen. Aber es geht nicht darum bei uns. Weißt du? Wir müssen das nicht machen, um Geld zu verdienen, sondern wirklich, weil wir einfach den Bock drauf haben. Jeder von uns hat seine Einnahmequellen ganz woanders. Und also der Kommerz steht bei Refuge überhaupt nicht, sag ich mal. Im Mittelpunkt. Nicht im Mittelpunkt, gibt es eigentlich gar nicht. Was. Wir scheißen da auf Geldeinnahmen. Weißt du, unsere erste Show, die wir gespielt haben, nach diesem Ding, da war auch zum Beispiel, wurden wir eingeladen auf die 70.000 Tons auf dem Schiff, diese Kreuzfahrt. Da haben wir alles, was wir da gekriegt haben, haben wir komplett versoffen sofort. Die ganze Mittelpool haben wir versoffen, genau. Alles versoffen. Ja, wir haben eine 14 Euro plus gehabt. Oh, wirklich? Ja, war schön, aber egal. Das hat Spaß gemacht. Da hat sich es auch gelohnt. Aber wäre auch früher unvorstellbar gewesen, eine Metal-Kreuzfahrt. Also wer das in den 80ern gesagt hätte, der hätte insofern verrückt erklärt. Das war ja innerhalb von ein paar Monaten ist das ja über die Bühne gegangen, dass wir das spielen, ne? Jetzt gibt es ja alles. Ne? Du hast ja jetzt mit Jurassic Corner, wart ihr auf Malle, ne? Ja, das war letzte Woche, ja genau, das war auch gut, ja. Ja, wie war das denn da? Auch gut. Sehr viele Leute, war natürlich super voll, ne? Super Ambiente, das Konzert war auch toll, hat nur Spaß gemacht. Und kann man wirklich vorstellen, da Leute im Swimmingpool kommen in Badehose und stehen vor der Bühne? Die da so rumliefen, ja. Ja. Viel Alkohol. Gute Musik, gute Bands. Ja. Sehr schön. So soll es sein, so wird es auch heute Abend sein. Monument, Orden Ogan, Refuge und Accept. Tolles Package. Ich freue mich drauf. Traditionell gebührt das letzte Wort den Künstlern bei Metalheads. Von daher könnt ihr loswerden, was ihr loswerden wollt. Metal on. Metalhead, TV.